Ich war in Stuttgart einige Zeit her und da haben ein paar Mädels vom, ich weiß nicht mehr, wie es ganz genau hieß, irgendwie feministischen Club Stuttgart oder so, haben auf der Königstraße Blätter verteilt und das war eine Aktion Sag Nein. Ja, und da ging es darum, sag Nein zu Prostitution. Und ich habe mir das angehört und die haben mich da angesprochen auf der Straße. Dann habe ich mich, wir haben mir denen ihre Themen angehört und habe mir gedacht, what? Ihr seid sowas von naiv. Ich muss da hingehen, mich dann an diesem Gespräch beteiligen. Dann bin ich da, das ist ganz in der Nähe von hier, bin ich dort zu denen in ihrem Art Vereinsraum gegangen. Ja, und da saßen dort, ich glaube, es waren insgesamt 42 Frauen und ich der einzige Typ. Ich bin nach dem Büro abends dort hingegangen, habe mir den Vortrag, warum Prostitution so schlecht ist, angehört und habe gesagt, ich muss dorthin, ich muss meine persönliche Meinung dazu geben. Ja, weil ich denke, dass das einfach nur so naiver Schwachsinn ist, dass ich das kundtun muss. So, ich sitze da drin, so wie man sich genau vorstellt, dass wahrscheinlich ein feministischer Club aussieht, genau so war es dann auch. Alle saßen auf dem Boden, also auf dem Fußboden im Schneidersitz, schön ihre gestrickten Socken zur Schau gestellt. Und dann war da eine Dame da von einer Anlaufstelle für Prostituierte. Und dann haben diese Frauen halt in ihrer Art, wie es natürlich auch ist, in einer sehr emotionalisierten Art, eine Schreckensnachricht, eine furchtbare Story, immer mit diesem Ton, Männer sind so nach dem Motto und die spucken die Frauen an und die sind widerwärtig zu denen und dann haben die und dann hast du gesehen in den Gesichtern und dann war ja und ich habe mir das Ganze angehört und gedacht, jetzt irgendwann kommt mal ein Zeitpunkt, wo ich meine Hand strecken kann. Kannst dir vorstellen, der ganz gesamte Raum, ich bin der einzige Mann da drin. Und alle gucken dann und dachten sowieso, was will dieser Typ hier? Ja? Was hast du da an? Ungefähr so. Ja? So ich hätte mir auch eine selbstgehäkelte Strickjacke mitnehmen sollen. Ich kam aber ungefähr so rein. Und dann saß ich da drin und dann hatte die Letzte erzählt, dass irgendein Freier hätte mal eine Prostituierte angepisst. Ja? So, das ist ja wie irgendwelche random schrecklichen Stories auspacken. Und dann habe ich denen gesagt, Mädels, habt ihr euch mal bei uns hier in die Altstadt, da ist die Gegend, wo Prostitution bei uns gibt, wo die ganzen Puffs stehen, habe ich gesagt, habt ihr euch mal 20 Minuten hingestellt und euch angeschaut, wer da eigentlich rein und rausläuft? Gucken sich alle gegenseitig an. Sag ich, habt ihr einfach mal euch hingestellt und schaut, wer geht dort rein? Wer sind diese Freier? Ja gut, das sind viele Leute, die halt hier... Also, ja, ich sag's für euch, es sind oftmals viele Ausländer, es sind Migranten, die hier neu hierher kommen, die haben noch keine Frauenkontakte, die wollen aber trotzdem einen Weg finden, sie bezahlen Geld dafür, dass sie Sex haben können mit jemandem. Was glaubt ihr, was wohl passieren wird, wenn ihr diesen Typen, die sagen, okay, die in Männergruppen da reingehen, ja, zu Prostituierten, weil sie das noch günstig sich leisten können, ihrem Sexualdrang nachzugehen, wenn ihr verbietet, dass die das machen können. Was glaubt ihr, was mit euch dann passiert? Und dann haben sich alle angeklatscht. Wie naiv könnt ihr eigentlich sein? Checkt ihr nicht, dass ich euch ein großes, fettes Kreuz hinten auf den Rücken malen kann? Ihr seid das Target. Ihr seht ja jetzt schon, was wir für krasse Vergewaltigungsquoten haben in diesem Land. Und jetzt wollt ihr auch noch verbieten, dass die Männer, die auch noch Geld dafür zahlen, das bei einer Prostituierten machen können. Und ab dann meint ihr, dann könnt ihr noch sicher durch die Straßen laufen.